Ey, so eine Pisse, Mann, Digga. Och, Mann, ich hasse das Craft Attack so sehr, Junge. Gut, ihr habt sich anders gewollt. Ich packe jetzt meine Sachen und verlasse die Stadt. Rein in die Olga, Leute. Auf geht's. Jetzt sind wir schon wieder 3K Zuschauer. Ihr seht, was das für einen Unterschied macht, Alter. Sollte ich hingehen und die Pisse mal, die Kotze hier wirklich mal richtig irgendwie richtig reingrinden. So, ich habe heute einiges vor. Und zwar ist mir zu Ohren gekommen, meine Freunde, dass sich jemand erdreistet hat, eine Wolke zu bauen. Diese Wolke scheint sich direkt vor meinem Haus zu befinden. Und ich werde gar nicht lang rumdiskutieren, meine Freunde. Denn diese Wolke werde ich heute... Ich werde sie heute Abend abfackeln, Mann. Ich mache sie kaputt. Ich habe keinen Bock darauf. Guckt euch diesen gottverdammten Haufen an, Alter. Das ist ein riesiges Zäpfchen. Ey, Digga, ist der Himmel ein Arsch oder warum habt ihr das gemacht, Alter? Ich werde das Ding trockenlegen, Leute. Und dann werde ich die anzünden. Ich habe da keinen Bock. Och, Mann. Ey, Real Talk. Trimax und Romatra waren das. Die ist voll mit Wasser, das ist mir egal. Ich brenne das Ding nieder, Alter. Ich brenne das Ding nieder. Was ist denn das, Alter? Ey, Leute, ganz ehrlich mal, guck mal. Findet ihr das fair? Stege hat umgebaut. Okay, dann mache ich gleich Steges Haus kaputt. Ich finde das null funny. Hier sind Fische drin, Alter. Ey, so eine Pisse, Mann, Digga. Leute, Real Talk. Findet ihr das in Ordnung, Alter? Ich werde sie anzünden. Ich werde dieses Mistding anzünden. Ich sag's euch hier und jetzt. Heute Abend wird dieses Ding hier verschwinden. Ey, was ist denn hier passiert? Och, Mann, ich hasse das Craft Attack so sehr, Junge. Die kommt. Es ist mir egal, wie viel Wolle da drin steckt. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie ein riesiges Paracetamol, Alter. Was man normalerweise einen Säugling in den Arsch steuert, wenn er Fieber hat. Leute, UNESCO oder Rückbau? Was sagt ihr? Ganz wichtige Frage. Guckt euch das mal an. Das ist ja nicht mal eine richtige Wolke. Nee, sorry. Was ist das hier für eine... Was ist das hier? Was ist das? Dein Penis... Ein Penis für mein Schätzrevier. Nicht vogelfrei, hä? Hat hier einfach jemand Pimmel hinge... Ey, Leute. Real Talk, Mann. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein. Stellt euch mal bitte vor, ihr spielt dieses Spiel hier, Alter. Und ihr kommt jedes Mal rein... Und irgendein Keck einfach, ist der Meinung, es wäre vollkommen legitim, einfach alles, was man sich aufgebaut hat, zuzuriefen. Romatra, ich schreie dich jetzt sowas von an, Alter. Alter. It was at this moment that he knew. Oh. Oh mein Gott. Ein Anschlag! Ein Anschlag! Moin, Romatra? Moin, Revi! Nee, halt! Nee, du hältst ganz schnell den Ball flach, Romatra! Revi. Hier ist ein Anschlag auf mich passiert worden. Erstmal Terroranschlag auf mein Haus mit TNT-Kanone, die hier vorne mit einem Penis hingebaut worden ist. Nummer 1, Nummer 2, die Pisswolke, Romatra. Ich werde da nicht drum diskutieren jetzt. Die Wolke wird angezündet heute Abend. Doch, Romatra, die Wolke kommt weg. Nein, die Wolke, hör mal zu, die Wolke wird angezündet. Lass mich mal kurz nachdenken. Romatra. Nein. Okay, gut, dann bau sie jetzt per Hand ab, bitteschön. Warum? Was spricht... Hilf doch, diese Wolke geil zu machen. Wie wär's damit? Romatra, die ist genau vor meinem Haus, die kommt da weg. Wir können die doch einbauen, wir können doch... Guck mal, Happy Was Little einbauen? Mistakes. Okay, Happy Romatra. Happy Little Mistakes. Romatra, ich werde das Ding anzünden. Ich werde das gleich trockenlegen von innen und dann zünde ich es an. Ganz einfacher Hase. Wenn du den Fetisch besitzt, irgendwo... Digga, dann bau deine woanders. Ich hab da keinen Bock drauf, Alter. Ich hab da wirklich gar keinen Turn drauf. Mach das Ding weg. Mach es weg. Ich quitte sonst ein Spiel als Call of Duty. Mit einer Schere kann man nämlich Wolle sehr schnell abfarmen, mein Gutes da. Wir legen das Ding trocken, du baust ab. Kein Problem, Alter, okay? Kein Die Wolle Problem. Ist nicht so wichtig. Wir haben, wo das herkommt, noch so viel mehr Gut, Wolle. Perfekt. Dann kann ich das Ding hier einfach abfackeln, Romatra, weil das bleibt hier es nicht geht stehen. Darum, dass das bleibt halt nicht an diesem Ort stehen. Baby. Müll, Alter. Nein, Romatra, ich bin auf 190. Und 180 ist die Grenze. Romatra, ich baue da vorne eine Kathedrale. Verstehst du, was ich meine? Ich tue etwas. Ich tue etwas für den ganzen Server, ja? Und damit werde ich belohnt? Nee, Alter. Nee. Pass auf, dein Hund kackt in den Park, okay? Das ist gemein. Das Halt's ist gemein. Maul, stopp. Erstmal nicht so. Dein stopp. Hund, nein. Der Vergleich setzt einen riesigen... Halt den Mund. Ein Hund setzt einen riesigen, fetten Haufen Scheiße in den Park, ja? Dann hebst du den Haufen auf und schmeißt den in den Müll. Du gehst ja auch nicht hin und sagst, lass den Hund mal fertig kacken, das sieht später noch gut aus. Nein, Kacke bleibt Kacke und Wolke bleibt Wolke. Und Wolke ist Müll, Wolke ist Kacke, Wolke kommt weg. Ich weiß, dass du da sehr viel Zeit reingesteckt hast, Romatra, aber vielleicht solltest du dir bewusst Projekte suchen, die nicht das ganze Ding hier immer wieder kaputt machen. Kann doch mega geil werden. Wo kann die denn geil werden? Das ist ein großer Haufen Kacke. Die Hindenburg sah nach der Explosion besser aus als das Müllding. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Und du weißt ganz genau, Romatra, dass morgen mein Video heißt, ich fackel Trimax Wolke ab. Heftig, so baba, voll schön.
Zu heftig, 10 von 10. Rückbau, Wolke, Rückbau. Krass einfach. Romatra. Ist krass geil, also ich weiß nicht, du bist alleine mit deiner Meinung. Ich habe Max verbrochen, dass ich diese Wolke schütze. Gut, wirst du nicht schaffen. Dann haben wir beide heute Abend Krieg. Ich würde es gerne eine Abstimmung machen, was mit der Wolke geschieht. Rückbau oder UNESCO? Das sind die zwei Dinge, was die es gibt. Was ist UNESCO? Für was steht UNESCO? Für Weltkultur? Erhaltenswert, oder was? Ganz genau, okay. Erhaltenswert. Leute, wenn die Wolke bleibt, dann beende ich hier und heute das Projekt. Dann gibt's morgen ab jeden Tag wieder shitty Fortnite-Gameplay. Gut, ich kann auch ein eigenes Minecraft-Projekt machen, Romatra. Ich mache immer Try-Miss auf dem Thumbnail, ist mir egal. So, bitte abstimmen. Das ist nicht euer verfickter Ernst. Oh ja, wie sieht die Abstimmung aus? Zeig, ich will den Link, gib mir den Link, bitte, irgendwie. Ey, Chat, ich schwöre, ich verliere gerade die echte Beherrschung hier. Ich mach Stream jetzt gleich wieder aus, ich mein's ernst. Ergebnis aktualisieren. Scheiße, Revi. Das ist keine eindeutige Mehrheit, die du da hast. Es ist genau 50-50. Ihr wisst 1500 zu 1500, es ist nicht euer Ernst. Gut, ihr habt sich anders gewollt. Ich packe jetzt meine Sachen und verlasse die Stadt. Nein, machst du nicht. Doch, ich packe jetzt meine Sachen und verlasse die Stadt. Das seid ihr selber schuld jetzt. Was ist, wenn ich die Wolke jetzt wirklich schön mache? Man kann die Wolke nicht schön machen. Ich packe jetzt meine Sachen und gehe jetzt. Und dann baue ich irgendwo ganz weit außerhalb, wo ich meine komplette Ruhe habe. Revi, das möchte ich nicht, Revi. Ja, das hast du jetzt selber zu verantworten. Du bist daran mitschuld. Es ist noch nicht schön. Ich respektiere das UNESCO-Urteil, dass es eine gespaltene Meinung darüber gibt, aber ich möchte neben diesem UNESCO-Weltkulturerbe nicht wohnen. Das ist nicht mal ansatzweise eine Wolke, das ist der größte Haufen den ich jemals in Craft Deck gesehen habe. Ihr seid alle kulturelle Banausen und solltet euch was schämen. Ihr solltet heute Abend euch bei euren Eltern entschuldigen, dass ihr überhaupt Kinder von denen seid. Das solltet ihr machen. Aber da steht ja jetzt eine geile Bude frei. Romata, wenn du da jetzt Hausbesetzer machst, Digga, sobald du nach Köln kommst, ich hau dich windelweich. Ich mein's ernst. Ich zieh nicht zu Antonia, Leute. Ich zieh ganz weit weg. Ich geh zu oben auf die Insel, Leute. Ich find halt Antonia nicht so geil wie dich, muss ich sagen. Okay, Romata, also bist du jetzt der Meinung, dass ich jetzt die Wolke, wenn ich sie abbrenne, dann bleibe ich? Also würdest du jetzt sagen, brenn die Wolke ab? Und wenn du dafür dann bleibst, ist das in Ordnung. Ich werde sie, was sagt ihr? Anders wieder aufbauen. Gut, mein Chat sagt, ich soll gehen. Ich gehe. Die können mich fühlen. Und es gibt nichts, was du dagegen sagen kannst. Ich muss los. Und du bist daran maßgeblich mitschuld. Aber wo willst du jetzt hin? Also es ist ja nirgends so schön wie hier. Ja, ich werde schon was finden, Romata. Ich muss ja was finden. Es ist Zeit. Wofür ist es Zeit, Leute? Alle im Chat schreiben Rebellion. Moin, moin. Petrit, ich werde die Stadt verlassen. Warum, hä? Weil abgestimmt worden ist, dass ich das machen muss. Hä, wie abgestimmt worden? Ich muss meine Bestimmung nachgehen. Musst du nicht verstehen. Da gibt's nichts. Ich will das verstehen. Die Wolke, ja. Die muss weg. Aber der Chat will sie behalten. Wie, der Chat will sie behalten? Ja, Chat will nicht, dass ich die kaputt mache. Digga, geh nicht, was soll das? Und deshalb muss ich leider die Stadt verlassen, Petra. Nein, bleib hier! Fuck mich so oft ab, aber Digga, what the fuck? Ich hab eine Bestimmung. Ja. Du hast keine Bestimmung, deine Bestimmung ist es, hier zu sein? Was wäre, wenn eine Naturkatastrophe die Wolke, beseitigen würde? Dann müsste trotzdem noch eines passieren, und zwar müsste Rache bei Carscrafter und Stegel geübt werden. Warum bei Carscrafter und Stegi? Na, weil die Wolke da hingebaut haben. Ach, ist das so? Mhm. Nee, ich mach nicht die Wolke kaputt. Die Wolke ist ja zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden. Aber das Ding ist, was nicht zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist das Haus von Carscrafter und Stegi. Und das werde ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich die Stadt verlasse, wegen der Wolke. Ich will es auch nicht Rebellion nennen. Ich glaube, ich brauche einen anderen Namen. Rebellion ist... Was? Nein! Hör mir auf! Ich will diese Begriffe nie mehr wieder hören! Revi! Bleib! Ich brauche einen anderen Namen. Was macht ihr jetzt bei einer Rebellion, weil... Der Widerstand. Wir gründen den Widerstand, Leute. Was, wenn so ein verrückter Grüner dafür sorgt, dass die Wolke weg ist? Patrick, ein Creeper wird nicht reichen, dass die Wolke explodiert. Na, gar nicht Creeper. Kann das nicht so machen? Hallöchen. Hallo Kev, ich bin gerade im Begriff, die Stadt zu verlassen. Diese Wolke ist nicht nur ein... Wer ist denn für die Wolke? Die ist ein mega Dorn im Auge. Sie ist aber nur mega hässlich. Wurde sie nicht sogar mit World Edit umgesetzt? Ich glaube schon, ja. Weil die Geschichte war nämlich wie folgt. Rotpilz, mit dem ich verbündet bin, der hatte bis, ich glaube, 2 Uhr nachts gestreamt. Da stand die Wolke noch woanders. Ab 7 Uhr morgens war ich online und die Wolke war komplett genau, wie sie aufgebaut war, an einem anderen Ort. Also hat sie ja eigentlich keine Daseinsberechtigung. Naja, aber ich weiß ja, ob es World Edit gewesen ist. Also ich kann nicht stattgeben, dass die Wolke abgerissen wird. Da stehe ich nicht hinter. Wohin willst du denn hinziehen? Ich weiß nicht. Ich würde mir irgendwas außerhalb suchen, eine kleine Farm bauen, mich zur Ruhe setzen, dass die Politik niederlegen. Aber Leute, eigentlich macht es auch keinen Sinn zu gehen, weil der Widerstand, naja, Romatra hat da schon recht. Gegen was soll ich rebellieren? Gegen mich selber? Das wäre schon komplett schizophren. Oh, Revi, bleib doch jetzt. Nerv nicht. Ich brauche eine lange, lange Auszeit, Romatra. Was habt ihr jetzt geredet? Mir sind die Hände gewunden, Romatra. Ich kann sie als Bürgermeister, kann ich mich niemals über das, was der Chat sagt, hinwegsetzen. Romatra, du bist das letzte Stück, weißt du das? Dein Haus leidet jetzt dafür. Nun, also mein Haus ist wirklich echt sehr, sehr klein und winzig. Ja,
Aber es das reicht, um es kaputt zu machen. Das ist extrem schnell gesprengt. Ich mache hier vorne deinen wunderschönen Eingang kaputt. Ey! Ja. Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll, Alter. Ich... Oh. Patrick, du weißt, dass das nicht erlaubt ist. Was? Patrick. Patrick! Außerdem ist dann überall Wasser in der Luft. Das ist noch schlimmer. Wunderschön. Patrick, mach das aus! Patrick! Alter, die Wolke brennt. Oh, ich hab die Idee. Die geht nicht weg, die Wolke. Die geht nicht weg. Doch, ich sorge jetzt dafür. Ich gehe jetzt meine Super-Ressourcen holen. Patrick, ich untersage dir hier und jetzt als Bürgermeister, diese Wolke anzurühren. Ja, also als Bürgermeister theoretisch, Leute. Ich darf zwar nicht die Wolke anzünden und sie zerstören, aber ich meine, den Weg bereiten dahin. Was hast du vor? Nichts, ich probiere gerade noch ein bisschen was aus. Wie? Wir holen den Tremor von Spark, legen das Ding trocken, dann zünden wir sie an. Dann darfst du sie brennen sehen, aber dafür bauen wir hier eine kleine, wirklich keine schöne, kleine, nee. Die komplett organisch aussieht. Und von mir aus bauen wir sie nicht hier, sondern noch ein bisschen weiter woanders. Du bleibst in der City, alle sind glücklich. Hä, wieso klingt's da? Ah, weil das Cape... Ah! Was willst du von mir, du Bot, Alter? Wer von euch hat denn da gerade die Digga, ich nicht! Ja, wie sollen wir damit zaubern oder was? Hä? Das war Kev. Er hat sich schnell einen Unsichtbarkeitstrank gemacht. Von ja, wegen. Aber jetzt mal Real Talk, ich wusste davon nichts, Alter. Mit wem haben wir denn hier heute Stress? Mit Revi, Mann. Tatsächlich. Diese Wolke, Kevin, ich verlasse die Stadt jetzt. Machst du das nicht jede Staffel irgendwann? Ja, aber nee. Jetzt bin ich so enttriggert, Alter. Aber wer hat die denn da hingebaut? Stegi und Castcrafter. Warum haben die einfach vor dich gebaut jetzt? Um mich abzufangen. Da müssen wir die beiden jetzt mal abfangen, glaube ich, oder? Okay, aber ich will diese Wolke nicht hier haben. Entweder die Wolke kommt weg oder ich gehe. Was ist denn das für eine Aufregung hier gerade? Ist klar. Hat die Pizza geschmeckt? Alter, die war mega gut. Die hatte so eine Meatball-Pizza, Alter. Boah, die war mega. Richtig gegönnt. Was ist denn passiert, wenn das nicht weg war? Bin ja schon am Farmen und ich höre nur im Chat, alle streiten sich. Es gab eine Sprengung an der Wolke. So, ja, das ist doch gut. Nein, das ist nicht. Da wurde mal ein Zeichen gesetzt. Das ist einfach nur hässlich, Leute. Die Sprengung, die hatte schon einen Sinn. Ganzer Chat ist bei mir voller Kotz-Emotes, Alter. Das Problem ist das folgende, schaut mal. Alle möchten, dass ich bleibe, aber ich bleibe nicht, wenn die Wolke bleibt. Ich bin dafür, Revi. Akzeptierst du erstmal vorübergehend diese Wolke? Wir reißen sie noch ab, ja? Aber dass wir uns jetzt darum bemühen, eine gerechte Strafe für Stegi und Carscrafter und hier Not Colin, der hat ja auch mitgemacht, ne? Lass den einfach mal richtig auseinandernehmen. Hängen den killen, Alter, und dann nehmen wir einfach seine ganzen Sachen weg und sprengen sein Casino einfach. Ich finde, wir sollten uns bei Carscrafter erstmal rächen. Ich denke auch, was oder hat er denn so gemacht bis jetzt? Ich habe eine viel bessere Idee. Was denn? Ich habe ganz viele von diesen Warzenblöcken gefarmt. Lass uns einfach den Drachen komplett in Warzenblöcke einbauen. Oh. Und dann gucken wir jetzt, dass wir den richtigen Leuten mal hier eine richtige Abreibung verpassen. Angenommen, jetzt würde eine Menge TNT hinfallen. Ja. Und du stehst damit bei Stegis Haus in der Nähe. Ja. Also ich möchte, Patrick, ich will nicht, dass du Stegis Haus sprengst. Hörst du mich? Wehe, du sprengst Stegis Haus. Aber ich schulde dir noch 70 TNT, das weißt du, ne? Ja. Ich möchte nicht, dass Stegis Haus von dir gesprengt wird, Patrick. Ich verbiete dir als Bürgermeister, Stegis Haus zu sprengen. Okay. Aber ich gebe das TNT jetzt wieder, weil das schulde ich dir noch. Okay, gut. Kommt mal alle zum Spawn, bitte. Nein, die Wolke darf erstmal nicht angerührt werden. Sie ist UNESCO-Weltkulturerbe. Aber ich gebe Patrick sein TNT wieder. Der Widerstand wird vorerst nicht ins Leben gerufen. Der Krisenstab wird zurückgezogen. Und ich werde früher oder später sicherlich einen Grund finden. Aber erstmal möchte ich jetzt hier für Frieden mich aussprechen. Patrick, was ist deine Mission jetzt? Sei mal bitte ganz ehrlich. Was hast du vor? Ja, ich weiß nicht, es kribbelt. Was kribbelt? In meiner linken Hand. Okay, Patrick, du hast TNT in der Hand. Ich habe dir wiedergegeben. Wir hatten einen Vertrag. Ich hab dir meine Schulden beglichen. Was hast du jetzt vor? Etwas zu tun, was euch egal sein kann. Das ist nur eine Sache zwischen mir. Was kann uns egal sein? Gibt's Ärger? Early Boy, mein Freund! Patrick! Die Wolke bleibt stehen. Lass die Wolke in Ruhe. Dann bleib da. Patrick, nein! Patrick, Junge, hör auf! Lass die fucking... Patrick! Lass die Wolke in Ruhe jetzt, Mann! Was machen wir jetzt? Ich spreng jetzt. Was sprengst du jetzt? Ich spreng jetzt. Was sprengst du? Was anderes? Ein Tiergebäude. Patrick, auch der Drache? Ich spreng nicht den Drachen. Ich spreng den Drachen jetzt. Stege, diese Wolke hingesetzt. Also Stege hat die Wolke da hingesetzt. Er hat schon verdient, eigentlich, Early Boy. Du hast dich doch gefragt, wer das ganze Gold genommen hat, ne, Kevin? Er hat das ernsthaft Stege genommen? Das ist halt ein komplettes Goldhorn jetzt hier, ne, also. Patrick! Entspann dich. Guck mal. Bevor du das sprengst, lass mich ein paar Goldblöcke noch nehmen. Ich mach das jetzt und du bleibst in der Stadt, okay?
Petret, ich möchte nicht, dass der Drache zerstört wird. Das habe ich dir eben schon mal gesagt. Ihr schaut. Petret, Petret! Stegi hat dir noch nichts getan. Holy shit. Ja, bei dir. Ja, was ist... Mann, das ist wie mit einem Behindertenheim. Petret, ja, lass den Drachen auch einfach in... Petret, pass auf, Digga. Schatz. Ich möchte nicht, dass du irgendwas kaputt machst. Ja. Ihr habt das aus mir gemacht, was ich jetzt bin. Ihr habt meine Psyche über dir. Oh nein. Ich verstehe gerade absolut nicht, was hier gerade passiert. Wo wohnt Carscrafter? Was ist denn, wenn wir jetzt bei denen einfach irgendwas richtig Hässliches hinbauen? Und wir nehmen alle Warzenblöcke und bauen jetzt einfach das Scheißhaus von Carscrafter komplett mit Warzenblöcken ein, als Rache. Und danach machen wir das gleiche nochmal bei Stegi. Gut, jetzt wird's gewarzt. Wo denn? G-Time streamt nicht. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Okay. Der Carscrafter, weil er das Dingens... Ja, ja, ja. Egal, wir machen jetzt hier einfach alles voller Warzenblöcke. Man kommt hier echt schwer durch, wenn hier so viele Warzenblöcke sind. Komm mal hier, Romadra, hier. Liegen noch was. Seid ihr denn, Revi? So, komm, wir gehen zu Stegi. Gut, ich würde dann einfach mal anfangen mit einem kleinen Hut, okay? Ein Hut ist fein. Ja, mach doch so eine Art Zylinder. So ein Zauberhut. Zylinder, ja. Ich baue ihm jetzt einen Penis. Ist das erlaubt? Ein Penis in den Mund? Basti, was sagst du? Nee, ich hätte jetzt gesagt, also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir jetzt erstmal. Doch erstmal den Hut zu Ende. Wir müssen doch erstmal ein Bauprojekt anfangen und dann machen wir das nächste. Ja, aber ich kann das so schlecht. Ja, ich denke mal, Revi wird dir bestimmt helfen. So, also ich habe kein Obsidian mehr, ich habe meine 5 Stacks so gut es geht verbaut. Ich baue noch ein paar kleine Portale hin einfach. So, dann gehe ich mal ganz kurz ein Feuerzeug holen und dann zünden wir die einfach mal an, oder? Klar. Das ist, das sieht doch mega aus, schaut mal Leute. Also das mit der Brille ist doch toll, ne? Wirklich tolle Idee. Wirklich super. So, 1, 2. Okay, das hier vorne funktioniert nicht, Romatra, das ist zu groß hier. Echt jetzt? Oh ja. Mann, die sind ja beide... Oh lol, das geht. So, dann kommen wir hier weg. Perfekt. Gut, Leute, dann schauen wir uns das gleich mal von außen nochmal ganz kurz an. Ja, mega, ist doch super. Das sieht echt so witzig aus mit den Netherportalen. Haben wir gut gemacht. Glaube ich auch, ja. Was machst du? Ich arbeite. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so lost diese Dinger platziert hat wie du. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich will das Wasser wegtreiben. Wieso ist die schon so kaputt, die Wolke? Ja, das war ein Creeper. Ja. War ein fetter okay. Creeper, Alter. Ich glaube, wir wissen jetzt alle, was es heißt. Romatra, komm. Wir ziehen zusammen durch, okay, Romatra? Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott, wir haben's, ja, Mann. Oh, jetzt müssen wir nur noch den ganzen Shit wegkriegen und dann können wir sie einfach anzünden. Oh, ich habe jetzt auch Bock, sie brennen zu sehen. Komm, anzünden, Jungs, let's go. Okay, und das noch ein paar Creeper explodieren. Oh, ich muss um die Erde noch wegmachen. Ich hab Bock, dass du... Das ist ein anderes Ding. Ja, gib ihm. Was? Hey, es ist TNT! Das sag ich doch, Alter. Das war's! Mit der Wolke! Alter, dieses Mistding, Junge. Ich hab's gehasst. Okay, Wolke brennt. Ehre. Oh, das sieht schon lässig aus. Alter, geil, wie dieses Mistding einfach abbrennt. Irgendein Bastard hat da oben Wasser drauf gesetzt, Petter. Du musst mal schnell wegmachen. Irgendwer geht hin und macht aus, oder wer ist das? Wer ist das? Early Boy? Eieiei. Was für ein Weg, Alter. Okay, komm, wir gehen Early Boy und klatschen den jetzt. Und wir klatschen nee, ich muss mich um die Wolke kümmern, Digga. Sonst wird das nix. Bro, wir bringen jetzt Early Boy um. Der leuchtet die ganze Zeit. Oh nein, das ist richtig schlecht abgebrannt. Voll. Ja, die Lava kommt jetzt hier halt runter. Ja, das ist halt sauweck. Guck mal, wie die Lava da runterfällt. Sieht so dumm aus, wie so ein Wurm, der nach unten kriecht. Richtige Kackwurst einfach. Chat Eliboy hat keine Schwimmer, alles gut. Sieht viel besser aus als davor. Aber jetzt sehen das wirklich wie Wolken aus, wisst ihr? Das sind jetzt Wolken. Ah, Mann, das sieht so behindert aus jetzt da oben. Hey, Chat, ganz ehrlich. Ich bin offline, Alter. Nein! Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin so abgefuckt heute, das ist unglaublich.